Wurzel, Tommy. Heute das Thema Vertrauen oder Kontrolle. Liebe YouTube-Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal Live, ich bin Wurzel, Tommy. Oder sollte ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meiner Andacht in meinem Programm. Heute dreht sich alles um Vertrauen und Kontrolle. Der Wortschatz Vertrauen hat einen Konkurrenten namens Kontrolle. Das Vertrauen kann nichts mit der Kontrolle anfangen. Und Kontrolle kann nichts mit Vertrauen anfangen. So, was will ich euch damit sagen? Ich erfinde mal. Im Alltag erleben wir sehr viele Dinge, Sachen, wo wir nicht klarkommen oder wo wir überlegen, wer schuld war. Nun, ich erfinde mal eine Geschichte, aber solche Geschichten gibt es wirklich, solche Geschichten in der Realität. Aber ich erfinde sie nur, diese Geschichte. Sie ist frei erfunden und ich erzähle es euch. Das ist ein Mann und eine Frau. Dieser Mann hat dieser Frau jahrelang das Holz gemacht. Jahrelang. Was heißt jahrelang? Ne? Halt eine bestimmte Zeit. Immer, dass sie nicht erfriert im Winter. Dass sie einheizen konnte, weil sie mit Holzofen heizt. Eines Tages, sie hatten gestritten, weil der Mann nicht mehr konnte oder weil der Mann anscheinend gesagt hat oder weil er es nicht mehr verkraften kann, weil die Frau nicht mehr wusste, was sie will. Und deswegen ist er ausgetickt. Eines Tages, und die Frau schrie immer: Hilf, hilf mir bitte, bitte, das Holz zu machen, bitte, bitte. Sie lud ihn zum Essen ein. Sie lud ihn zum Essen ein. Sie waren in der Stadt, sie hat für ihn gekocht. Nur diesen Gedanken gehabt, ja, wenigstens macht er mir das Holz. Und der Mann dachte, wir wären gut befreundet gewesen. Die ganze Zeit über hat er das gedacht. Eines Tages, sagt die Frau, als sie nicht mehr heizt, weil sie den Winter entfliehen wollte und in den Süden fliehen wollte, hatte sie gesagt, eigentlich waren wir nie so richtig befreundet. Wenn du das nicht willst, kannst du mich ja runterlöschen auf WhatsApp. So, boom. Der Mann war stinksauer, natürlich. Und dieser Mann hat gesagt, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, hat er zu dieser Frau gesagt, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Gut, wie dran ich bin. Ja? Und diese Menschen sind auseinandergegangen. Weil, machst du das mit André auch so, hat er zu ihr gesagt. Machst du das mit André auch so und so weiter und so fort. Und die Beleidigungen erspare ich mir jetzt lieber, sage ich nicht hier auf YouTube, was er gesagt hat. Und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Unter den Menschen heißt immer der Wortschatz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In ähnliche Situationen im Alltag passiert uns das in solchen Sachen, in Dingen, in verschiedenen, unterschiedlichen Dingen. Nun komme ich zu Jesus, warum ich Jesus damit einbaue, ist, wir müssen Jesus nicht, wir müssen, wenn einer sagt, wenn ich euch sagen würde, vertraut Jesus, und ihr würdet dann sagen, aber ich muss das kontrollieren, ob er mir wirklich vertraut, dann würde ich sagen, das musst du nicht. Du musst Jesus nicht kontrollieren, er meint es ernst. Wenn zwei Ehepaare heiraten, schenkt man sich das Vertrauen. Kennt ihr das? Wenn der Mann die Frau kontrolliert und die Frau den Mann kontrolliert. Kennt ihr das, was er macht und hinterher spioniert, ob er nicht fremd geht? Vertrauen. In der Ehe sagt man sich das Ja-Wort. Bei Jesus ist so, wir müssen Jesus nicht kontrollieren. Wir müssen Jesus nicht kontrollieren,
ob er uns wirklich vertraut. Wir dürfen mit 100%, 1000% ihm vertrauen, alles anvertrauen. In sein Wort, in der Bibel steht es drin. Und keiner kann Jesus sagen, er liegt falsch mit seiner These. Es ist richtig. Es ist die Gebrauchsanweisung, wie wir uns zu verhalten haben, eigentlich die Bibel. Versteht ihr? Meint ihr nicht, ich mache nicht Fehler? Meint ihr, ich mache nicht Fehler, nur weil ich hier predige? Wir sind Menschen, ich bin auch nur ein Mensch. Und wenn ich hier predige, bin ich auch kein Gott. Ich bin ja hier ein Mensch. Und wir sind Menschen. Ich sündige genauso wie alle anderen auch. Und ich bin auch nicht fehlerfrei. Ich habe auch meine Sünden wie alle anderen auch. Aber dafür gibt es einer, der uns vergibt. Wir dürfen ihm alles anvertrauen. Sagen, Jesus, vergib mir. Oder ich bete für die Menschen, die in einer Situation sind, wo sie nicht rauskommen. Die Liebe, sich nur noch mal bloß umarmen, freundschaftlich und sagen, du bist mir wertvoll. Du bist wertvoll. Einfach nur wertvoll für mich. Einfach nur sagen, hey, super. Das war heute die Andacht. Denkt mal darüber, daran nach. Das war die Andacht von mir heute. Und Schnitt.